Meinst du ab morgen auch so? Patrick, erstmal hier drauf. Aber Geheimratsecken hier, die lassen wir aus. Ja, ist das gut? Baby. Ich vermisse dich so sehr. Deine Luke und deine Geheimratsecken und überhaupt alles. So, Baby, du bist so. Ich will, dass du das weißt. Okay, danke. Mhm. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Es geht weiter mit Temptation Island. Freunde, ich habe es ja heute Nacht geguckt, schon Patrick nicht. Ich habe schon bei ihm gespoilert und er so, nee, echt jetzt? Und ja, ich wollte dazu auch noch sagen, ich habe zu dieser Folge ein Statement von dem Giuliano gesehen auf Instagram. Jemand hatte das hochgeladen auf YouTube und darauf werde ich auch noch reagieren, weil da was Giuliano da von sich gibt. Nicht alles ist schlecht tatsächlich, 20% hat er recht, aber die restlichen 80% der redet ein Müll, deswegen da muss ich auch noch drauf reagieren, das drehen wir auch noch gleich ab. Das heißt, nachdem diese Folge hier online ist, dann die Reaktion auf Giulianos Statement in seiner Insta-Story folgen. So, jetzt aber lasst es uns angucken. Es wird krass. Seid gespannt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Freunde, wirklich. Und das ist ja eh das Krasseste, ne? Junge, geht der einfach gestern hier hinten, ne? Um die Ecke rum, toter Winkel, wo keine Kameras sind. Aber dazu muss ich sagen, das ist auch eine kleine linke Ratte meiner Meinung nach, weil man hätte ihn ja auch, ich hätte es gemacht, aber wo der nämlich in die Ecke gegangen ist, hat nämlich der, wie heißt der? Jakob. Der Jakob hat nämlich gesagt, hey, was macht der da? Komm, wir unterbrechen ihn. Also der wollte ihn abhalten. Und Giuliano so, nee, lass den doch, selber schuld. Okay. Mama sieht und hört alles. Guckt euch schon mal die Folge davor an. Ja. Und jetzt zieht Giuliano hier voll über den Ohr noch her. Ne? Und deswegen muss ich sagen, und dann habe ich diesen Upload aus der Insta-Story von dem gesehen auf YouTube gerade eben. Das habe ich mir beim Schminken nämlich angeguckt. Ich so, was ist das für eine Nummer? Okay. Der ist halt einfach lost. Lost. Nicht nur lost. Ich darf die Beleidigung nicht sagen. Was ich zu dir halt immer sage aus Spaß, weißt du? Ja, dann hast du die rumschmatzen. Der ist so dumm, der Junge, bin ich ehrlich. Weil sie zeigen das auch. Ja klar, das ist doch Fremdgehen, Digga. Wo beginnt denn Fremdgehen eigentlich? Hm, Giuliano, für dich beginnt dann Fremdgehen erst, wenn man jemanden küsst oder so? Ist es so? Anscheinend, ja. Warum soll man, also man kann das ja auch machen vor der Kamera, warum soll ich denn irgendwo hingehen, wo keine Kameras sind? Warum machst du das? So, das macht man ja nicht ohne Grund. Da hat der gute Hendrik sich echt ein Eigentor geschossen. Ne? Paulina wird Tränen heulen beim Lagerfeuer. Ne? Wenn er in sein Verderben rennen will, dann soll er das machen. Ja. Ich bin auch kein Vogel, der den ganzen Tag hinterher rennt. Ja. Also ganz ehrlich. Was ist das für ein Freund? Ich möchte, dass ihr euch das merkt. Ich möchte doch, dass du dir das merkst, seine Worte. Und dann gleich, wenn ihr seht das Video dann ja auch, gleich, wenn ich reagiere auf seine Insta-Story, du lachst dich tot. Okay. Du denkst, der hat genauso wie Jakob einfach seine Tabletten nicht genommen. Okay. Weißt du, dass mal die Realität von der, ist mal die Realität nicht von der Unwahrheit. Oder ich sag mal von der Wahrheit. Und nee. Und das, ich weiß aber auch jeder, was das ist. Ich habe auch meine Tabletten heute nicht genommen. Ja, genau. Weißt du, der, was suchst du? Wie so ein Äffchen bei ihr, die Läuse? Oder? Nee? Okay. Ah, Digga, aber warum macht der das? Ja, ich habe keine Ahnung. Wenn Paulina die Bilder bekommt, da will ich nicht in ihre Haut stecken. Mir würden solche Bilder das Herz zerreißen. Bin ich ganz ehrlich, ja. Tun das, wenn die beide so Engel, ey. Ne? Krass, also, oder? Krass, oder? Finde ich der auch. Frauen startet der Morgen weitaus verschmuster. Das finde ich auch zu viel. Ja, es geht gar nicht. Natürlich. Das muss ich auch sagen. Also, klar, ich bin da von Paulina auch richtig enttäuscht. Ist auch zu viel. Ich muss aber dazu sagen, ganz am Anfang, wer hat begonnen mit so ein bisschen Blödsinn bauen? Das war Henrik tatsächlich, der da, nee, warte, die hat eine Abmachung, ganz, ne, dass, die nicht, dass er nicht saufen oder trinken soll. Ne, und rein, da hat er die erste Folge auch so gut dahinter gestanden, dann hat Giuliano und Jakob den ja angestachelt und dann fing der halt an zu trinken. Ja. Ich muss dazu sagen, den allerersten Stoß des Negativen hat der Henrik gegeben. Ja.
So, man weiß nicht, was in Paulina vorgegangen ist. Ich sag dir, gut, ich wäre generell ja nicht mit so einem Typen zusammen und sie hat an den Weihnachtsmann geglaubt, sag ich dir ganz ehrlich, weil man kann, und das versuche ich in meinen Videos euch immer zu vermitteln, man soll und kann einen Menschen nicht ändern, weil du läufst permanent dem Negativen hinterher und das kostet so viel Kraft und Energie, aber das ist der Mensch. Entweder er ändert sich für einen oder generell für sich selbst, also von sich selbst, oder gar nicht, weil das, entweder das passt oder das passt nicht, deswegen versuche ich immer zu erklären, dass das verlorene und vergebene Zeit ist, weil ich das ja auch durchgemacht habe. Was wolltest du sagen? Wolltest du was sagen dazu? Ich dachte gerade, weil du so gestikuliert hattest, hast du vergessen? Ja. Gesundheit, Elefant. Trotzdem ist keine Rechtfertigung, finde ich, sich dann auf eine Stufe zu stellen. Nein, nur natürlich weil er fremd geht, muss ich dann auch fremd gehen. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass bei ihr vielleicht in dem Verlauf gemerkt hat, okay, Henrik ist es nicht, ne? Ja, okay, aber ist dann jetzt mit Yasin zusammen? Ja, ich war. Ja, also bitte, da weiß ich jetzt nicht, wer schlimmer ist, ob Henrik oder Yasin. Ja, weiß ich jetzt nicht. 1-0 für dich. Ja, ich glaube, sie steht auf diese Art von Kerl, weil sie sich selber ja noch nicht gefunden hat. Ne? Das habe ich ja auch, versuche ich auch mal zu erklären. Dass ich habe ja auch in meinen 20ern, war ich mit Männern zusammen, wo ich heute denke, so, weißt du? Ja, im Endeffekt haben beide Mist gebaut. Genau, und so. Das ist das Ding. Ich finde beides tatsächlich gleich schlimm, aber gleich kommen wir noch zu was Härterem. Beide genießen es einfach. Wir wollen das auch. Es ist eine Anziehung zwischen uns. Aber es ist nicht so. Ich bin immer noch mit Henrik zusammen. Ja, ja. Wie lange noch? Ja, dann darf sie sowas auch nicht sagen. Ne? Also, ja, sie, also sie sagt halt hier, dass ich habe ein bisschen vorgespielt wegen der Musik, weil sie sonst geklemmt wird, dass es so aussieht, als wenn sie mit ihm zusammen wäre, aber das ist nicht so, sie ist mit Henrik zusammen, sagt sie hier. Dann soll sie ganz ehrlich, dann soll sie direkt sagen. Dann soll sie das Bild nicht abgeben. Ich mach sowieso Schluss, ich mache hier noch eine schöne Zeit mit dir. Ja. Und dann, weißt du, dann ist dann sie auch ganz anderem Licht. Absolut. So ist sie auf der gleichen Stufe. Sorry, absolut, so. Sehe ich auch so, absolut. Sie hat sehr, ja, absolut nichts hinzuzufügen. Ich habe 100% eine Erklärung für alle. Jo, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ganz plausibel. Wahrscheinlich ist es ganz plausibel. Kannst du das ein bisschen nach da drehen, wenn man ihn besser hört? Manche Zuschauer sagen, manchmal hört man den nicht so gut. Aber er hört mich schon. Also, was hast du jetzt gesagt zu Henrik? Nochmal lauter? Ich kann das nicht auch so nachmachen. Ich weiß, das ist aus dem Effekt. Er sagte, ja, wahrscheinlich ist die Erklärung ganz plausibel, Henrik. Ja. Das ist eine Gestik und Mimik gewesen, inklusive Hand. Ich bin auch mal gespannt jetzt hier. Was war das? Das ist, weil ich habe so gesehen, mir nichts vorzuwerfen hier. Nein. Die hat auch seine Tabletten nicht genommen, oder? Absolut nicht vorzuwerfen, oder? Junge. Rumgetorkelt in der Ecke. Aber da war wirklich, das Trash bei Gott, aber absolut gar nichts. Das glaube ich sogar. Also, ich glaube auch, dass der den nicht geküsst hat, aber der hat die angefasst. Ja, also hat sie angegrapscht, weil sie es ja auch wollte. Und die Aktion an sich, egal ob da was vorgefallen ist oder nicht, es ist ekelhaft. Es ist unterm Strich ein No-Go. Es ist nicht zu entschuldigen. Fakt ist, es ist absoluter Abturner für mich. Nicht nur ein Trennungsdroht, sondern auch, um dir einen reinzuhauen als Frau. Punkt, aus, Ende. Ja, also wenn mein Mann, wenn ich das sehen würde oder so, ich hätte dir einen reingehauen, ich würde ihn wirklich öffentlich auseinandernehmen. Ehrlich, weil das ist einfach nur ekelhaft. Ihr müsst euch das mal vorstellen, in diese Person hineinversetzen, egal ob Paulina da was macht oder nicht mit dem anderen. Angenommen, die macht jetzt nichts, weil Henrik weiß es ja noch nicht. Das heißt, Henrik geht davon aus, Paulina ist ja treu. Und euer Partner, ihr seht euren Partner, wie euer Partner mit einer anderen Ische bewusst in den toten Winkel von geht. Von den Kameras, Alter. Was macht ihr dann ohne Kameras? Das sage ich ja jedes Mal, oder? Genau. Was macht man denn, wenn das schon da... Genau. Also, nein. Nee, geht nicht. Also, lasst euch da auch nicht für dumm verkaufen. Ich habe nichts gemacht und so. Es geht noch nicht mal dass du da nichts gemacht hast, sondern einfach nur rein ums Prinzip, dass du diese Gedanken hast. Weil genau, was machst du oder hättest du gemacht, wenn die Kameras oder die Mikros nicht dabei gewesen wären? Richtig Bloßstellung einfach. Ekelhaft. Mich turnen so Männer so ab, ne? Wirklich, mich turnen Frauen ab, die so, und mich turnen Männer ab, die so sind. Einfach... Also wir haben uns angefasst, berührt. Siehst du? Wir haben uns angefasst und berührt. Aber selbst wenn nicht, guck dir mal den Lapdance da an schon alleine. Ja, schon Lapdance war zu viel, ich weiß. Wir waren uns sehr nah, aber zum Kuss ist es nicht gekommen. Vor allen Dingen, als wenn der Zungenkuss, was hast du gesagt? Was ist heute mit deinem Gehirn los? Nee, ich wollte gerade ausholen. Also, ich würde sagen, warum heult ihr dann, wenn nichts war? Ja, genau. Erstens, warum heult ihr, wenn nichts war? Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Karma. Ja, ich muss mal zurückspulen. Was wollte ich sagen? Ich wollte was Wichtiges sagen. Also wir haben uns angefasst, berührt. Ah ja, genau.
als wenn Kuss nur das ultimative Fremdgeding ist. Ich darf die Person also angrapschen, anfassen und ja, und hier und mit der im toten Winkel verschwinden. Aber ey, wenn ja kein Kuss gefallen ist, ja, dann bin ich nicht fremdgegangen. So eine Auslegungssache bei jedem, ne? Das muss man sich mal geben. Ja. Ja. Wir können ja nichts machen. Nee? Nee, es geht nicht. Ja, das sah schon krass aus, mein Leute. Nee, Henrik. Nö, fand ich nicht krass. Sah nicht krass aus, nö. Nee, bestimmt nicht. Und gerade im Fernsehen, der ist ja kein Neuer in dem Business, gerade das Fernsehen greift die Szenen auf. Natürlich. So, also, hat der eigentlich, hat sich wirklich das Hirn schon weggesoffen? Und ihr wisst, ich mag den eigentlich so. Weißt du? Aber der hat sich doch, der ist doch vollkommen auch eine verlorene Coke Zero. Boah, das wird Paulina so f***en. Das wird die so Kannst du auch noch Musikvideo drüber legen? Wenn ich jetzt singen könnte, dann würde ich dir direkt sagen, dass ich über alles lieb. Mhm, man liebt die total über alles. Der liebt die über alles. Nicht. Es geht ja nicht nur um dieses Fremdgehen, sondern um diese Bloßstellung von ganz Deutschland auch. Genau. Und ich finde auch einfach, es macht mir Angst, was Menschen über Liebe denken, dass das Liebe ist. Dass dass der sagen kann, ich liebe die über alles. Krank, ne? Aber so ein Verhalten, das ist echt krank. Das ist echt sick. Was Menschen für Liebe definieren, ja, unter Liebe verstehen, genau. Mhm. Wow. Mich in so vielen Hinsichten auch verbessern will und ein viel, viel mehr mir Mühe geben möchte. Und ja, ich kann nichts dazu sagen, ne? Das ist echt so krank. Du hast genug gesagt. Also, ja, ehrlich. Einfach zeigen will, dass sie einfach für mich die Einzige ist. Ja. Oh, das ist eine lange Folge, Juri. Oh, das ist eine lange Folge. Hier, ne? Oh, Henrik. Heiraten will und die, meine Frau sein so. Hast du vorhin zu mir gesagt, wir steigen in der Mitte erst ein und so eine kurze. Ganz vergessen, dass der hier so einen Cringe von sich gibt. Ja, ich vermisse die so krass, aber die anderen Brüste und die andere Muschel und der andere, die beiden Romana-Salat sind auch super. Warte, warum ist das aus? Ist nicht aus. Kurz erschrocken. Ja, nee. Alle, ich vermisse alles. Ja, der labert doch eine Kacke an die Musik drüberlegen, einfach bitte. Aber die Melone gestern hat schon ganz gut eingefühlt. Ich hab auch hier gar kein Mitleid mehr mit dem jetzt, ne, mit Henrik, ne? Ja, okay, weiter. Und jetzt, Henrik hier entschuldigt sich vor der ganzen Gruppe. Und da frage ich mich, warum muss er sich denn vor der Gruppe entschuldigen? Ja, war doch nichts. Punkt 1 ist, da war nichts. Punkt 2 ist, was hat denn die Gruppe damit zu tun? Kannst du mir das beantworten? Sehe ich das gerade falsch? Ja. Sehe ich das gerade falsch? Warum entschuldigt er sich denn vor der Gruppe? Der hat die Gruppe doch nichts gemacht. Der war im toten Winkel mit einer Ollen. Der hat da jetzt nicht von. Was soll denn das? Jetzt guckt euch mal die. Hört euch mal an, was der für ein Mist da erzählt. Klar, dass da keiner die Schnauze hält, sondern es ist klar. Und es wird sich gefragt, was ist da passiert? Ja, Leute, wo fange ich an? Ich will mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr mich hier durch diese schwere Zeit durchtragt. Verstehst du? Ja, genau. Mir geht's echt nicht gut so. Ich glaube, es haben einige von euch gemerkt, dass für mich das auch eine sehr emotionale Reise ist, wo ich selber sehr viel reflektiert habe, sehr viel gelitten habe. Mit mir geht's gerade einfach so ein bisschen durch, auch weil ich ja, wie ihr alle mitbekommen habt, so eine... So was? Was? Warum geht's jetzt mit ihm durch? Was ist die... Was? Henrik, was ist deine Begründung? Warum geht's mit dir durch? Kleine Szene mit Anastasia hatte, wo wir ganz kurz da hinten verschwunden sind, so. Worauf viel jetzt drüber, wahrscheinlich unter euch viel drüber gesprochen wird, so, was da vorgefallen ist und ja, so. Da würde ich natürlich auch bitten, dass ihr immer, falls so dieses stille Postspiel immer stattfindet, einfach vielleicht auch... Hey, was? Ja, was ist jetzt der Grund? Ja, warum ist... Was ist denn jetzt der Grund? Vielleicht kommt er noch. Kommt und mich fragt, so, was da wirklich auch abgegangen ist, wie ich das empfunden habe oder was da war. Und ja, ich gebe zu, an diesem einen Tag kam es scheiße rüber, vielleicht, für viele von euch so. Ich kann euch schon sagen, dass absolut nichts passiert ist. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, dann ist ja die Sache gegessen. Finde ich auch, oder? Und Giuliano so. Ja, weil die ja alle gleich denken und denken, okay, dann ist er nicht fremdgegangen. Das ist ja das Schlimme. Und so alles Paletti.
Es war mir einfach wichtig, da nochmal meine Gedanken zu teilen mit allen, denen das nochmal auf den Weg mitzugeben und ganz... Denen das auf den Weg mitzugeben. Was will er jetzt Mahatma Gandhi, ey? Ja, erstmal Mahatma Gandhi und Buddha in einem. Man sagt ja, ich gebe dir etwas auf den Weg mit, wie ich euch etwas immer auf den Weg mitgebe. Verkauft euch nicht unter Wert, wisst euren Wert, etc. Ihr wisst, was ich euch immer predige. Das ist jemandem etwas auf den Weg mitgeben. Er gibt gerade den anderen Jungs auf den, und den anderen da, hier, den allen, mit auf den Weg. Sorry, toter Winkel und mit mir sind die Emotionen durchgegangen und ich wollte euch jetzt nur mal auf den Weg mitgeben. Hä, was? Die Quintessenz? Die Quintessenz, genau. Das Einzige, wo er sich entschuldigen muss, ist bei Paulina. Ja, aber der weiß sowieso, dass der Hopfen mal verloren ist wahrscheinlich. Junge, die haben eine von sie. Mann. Besonders auch anzusprechen, dass mit Anastasia, wo viele ja gerade munkeln, dass da einfach wirklich überhaupt nichts war. So. Nee, da war überhaupt nichts. Da war ja gar nichts, Henrik. Da war gar nichts. Geschafft, dass wir gut miteinander klarkommen, auf einer guten Ebene, dass wir auf einer guten Basis einfach dieses Menschliche überwiegt. Was labert der denn jetzt hier? Nee, ich spule vor. Guckt euch, was, der klatscht jetzt? Ja, applaudieren auch noch. Das hat schon gut getan. Die klatschen. Guckt euch die ganze Folge bitte auf RTL Plus an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich kann mir das jetzt hier nicht geben, also wirklich. Paulina ist mit Dominik immer noch eng zusammen. Weil den hab ich manchmal wieso ziehen die alle Bikini-Oberteile an, die nicht passen? Ist das irgendwie in jetzt? Ich habe keine Ahnung, was soll das? Ja, dann anscheinend ist es in, dass man drei Viertel davon sieht. Das ist ein Paar. Ja, die passen schon gut zusammen. Nach der langen Zeit gefangen in einem Haus ohne Kontakt zur Außenwelt. Ja, da darf man ruhig mal Kontakt zu jemand anders aufnehmen, oder? Also ich finde, weil er das letzte Schaf ist in der Villa, dann... Also ich fand, es gab noch nie eine Temptation-Staffel, wo selbst die Frauen alle durch die Bank weg Müll gebaut haben. Ja. Obwohl, außer die Kate. Sogar die Kate ist noch... Kate, ja. Macht gar nichts. Kate macht gar nichts. Kate ist aus allem raus. So am Anfang ich okay, so ein bisschen, aber kann man sich genau, streiten. Das finde ich auch. Kate hat halt manchmal nur einen überbechert, aber am Ende macht Massage, die... Massage, okay, kann man sich drüber streiten. Aber ich finde, das ist noch so... Ja. Finde ich auch. Das ist die Einzige, die, finde ich, behaupten kann, die ist nicht fremdgegangen oder kein Müll gebaut. Genau, aber das sehe ich auch so. Der ganze Rest? Ja, was mit der von... Von Giuliano? Ja. Ist ja genauso an Rumdingsen. Nee, für mich auch durch. Zu viel ist gut, ne? Ja. Okay. Spielen die Hormone auf jeden Fall verrückt? Ich habe interessante Beobachtungen gemacht. Diogo und Emmy, das ist auf jeden Fall ganz schön wild. Ja, die Hormone kochen auf jeden Fall über, würde ich... Die Hormone kochen Die schieben über. Das auf die Hormone. Oh, Jesus Christus. Hormone, auf die Hormone. Ah ja, die beiden hier, was die jetzt in der Dusche machen. Achtung. Ich suche jetzt auch ein bisschen Ablenkung, nachdem ich erfahren habe, ich bin ja gar nicht die Frau fürs Leben, für Udo. Aber da muss ich auch sagen, wenn sie zusammen sein sollten, was wir jetzt ja, glaube ich, jetzt denken, dass es wirklich so war. Ja. Viele haben das bestätigt mit Promi-BB und so. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass wir hier nicht belogen werden und die wirklich zusammen sind. Das, was der Udo da gesagt hat über sie, das fand ich schon auch hart, muss ich ehrlich sagen. Da muss ich ein bisschen zu Emmy halten, wobei Emmy schon ganz am Anfang natürlich reingekotet hat. Aber ja, wer weiß, ob der das nur gesagt hat, weil er das am Anfang schon alles gesehen hat. Weil ja, es hat sich da ein bisschen hochgeschaut zwischen beiden. Ja. Ne? Aber trotzdem gibt es natürlich kein Recht, irgendwie hier wenn ich das wüsste, zu tun. Dass es die Frau ist, die ich irgendwann heirate, hätte ich an diesem Format gar nicht teilgenommen. Natürlich, ne, sag ich doch. Nee. Das war scheiße. Natürlich. Das war scheiße. Sowas bleibt im Hirn sitzen, eine Beziehung ist am Arsch direkt. Sowas bleibt immer drin. Setzt man für kein Geld der Welt aufs Spiel. Ja. Also suche ich halt dann den Halt woanders. Hörst du das stöhnen? Natürlich. Unter der Dusche war es hinter mir ziemlich heiß, aber ein Gentleman schweigt und genießt. Und deswegen gibt es dazu noch nicht mehr Infos. Was wird Udo davon denken, wenn er das sieht? Ja. Aber es sind ja die Hormone. Ja, es sind nur die Hormone. So, und dann geht's hier wieder weiter zwischen den beiden Lovebirds. Ich habe in den letzten Tagen so sehr gekämpft. Ich war die ganze Zeit so in einem Kampf mit mir selbst. Die war so im Kampf mit sich selbst. Ich weiß, was für ein Kampf sie mit sich selbst geführt hat. Was ist mir mein Ansatz? Der Grau? Nee, gar nichts. Das muss ich wieder färben. Sie wollte ihn schon früher küssen. Man spürt sogar durch diesen Laptop, den ihre Begierde zueinander. Ich schwöre, pass auf. Dann war da Dominik, den ich mag, was ich mir aber verboten habe, weil ich gesagt habe, nein, du bist die als Paar, du liebst Henrik. Pass auf jetzt. Ich mag Dominik einfach wirklich. Ich mag ihn so gerne. Mhm. Ich kann ja auch nichts dagegen machen.
Also körperlich haben wir uns die erste Frau oder? Wir haben uns alle so kräftig gefreut. Ich habe alle übelst gejubelt. Es war einfach richtig geil. Ganz romantisch mit Sternenhimmel. Es sah aus wie im Film. Paulina und Dominik haben sich endlich geküsst. Was? Das müssen wir erstmal auf uns wirken lassen. Hm. Wie hat's auf dich gewirkt? Wie? Ein Skandal ist das. Ja, Skandal. Das ist klar, das ist ein Skandal. Aber die meinten das erst miteinander. Also man konnte das so richtig fühlen, oder? Ich konnte das so richtig fühlen. Okay. Ja, du nicht? Konntet ihr das ein bisschen fühlen, dass die wirklich echt, also doch. Ja, und jetzt mit Yasin. Und jetzt mit Yasin. Ja, das macht alles kaputt, ich weiß. So, ab hier geht's weiter, denn die vier Damen sind jetzt beim Lagerfeuer auch die Herren. Und was dabei rausgekommen ist? Das sehen wir jetzt. Ja. Bei Eva Müller. Ihr seht wie YouTube. Immer unglaublich gut aus. Danke. The real queen of trash. Ist das eigentlich trashig, wenn man das über cringe, wenn man das über sich selber sagt? Ja. Genau deswegen mache ich das, ja. Das haben immer so viele kommentiert und die fand ich immer so cringe. Oder wie sage ich, ja. Ich bin da die Einzige. Ich bin's halt einfach. Ich bin's. Nein. I am. Nein, weil ich bin die Einzige, die ja immer raushaut, extrem die Meinung sagt. Alle anderen machen wirklich. Selbst Saniel, der haut schon immer gut raus, aber selbst er ist noch die softere Version. Ich bin schon du musst es so krass. Machen. Du machst das Geräusch und ich mach so. Warte, 3, 2, 1. So, okay, wieder zum Ernst des Lebens hier zurück. Zum Ernst des Lebens, das ist der Ernst des Lebens. Dann gucken wir hier als erstes. Du bist sauer, aber auf der anderen Seite liebst du Jakob. Was überwiegt im Moment? Das Ding ist, er hat... Ja, die lieben sich, wissen wir doch. Sind Bilder nie positiv. Jetzt werden sie positiv sein, wir schauen es uns an. Ja, und das Cringeste ist jetzt, das, was die machen bei Temptation, das finde ich schon ganz gut, weil die haben ja so immer die negativen Szenen gezeigt, immer, weißt du, die negativsten und nie die positiven. Ist ja klar, ist ja TV. Aber jetzt holen die halt überall, wo es was gibt, was Positives heraus, um wieder alles milde zu stimmen und die Paare sich nicht alle völlig zerfleischen in der letzten Folge. So, deswegen holen die jetzt das Positive heraus. Und dreimal dürft ihr raten, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auch, was die der Kate jetzt zeigen von Jakob, Positives. 3, 2, 1. Ja. Das cringigste ever. Der hat mit seinem scheiß Kissen gequatscht. Ach so, stimmt. Mann, und alle finden das süß. Ist alle auch. So, oh, ist so süß. Aber keiner fragt mal so, hä, wieso gehst du dazu extra raus? Wieso streichelst du das Kissen da? Wieso sagst du es nicht einfach so? Wieso? Keiner, jeder sagt, das ist süß, Freunde. Guck mal. Na, Chuchu. Ja, das ist süß. Ach, süß, wie raus. Das ist so unangenehm. Oh, Baby. Oh, Baby. Das, Patrick sitzt hier so. Das ist so unangenehm. Ich finde das auch immer noch unangenehm. Ich finde das nicht so krass nicht. Ich mache jetzt ab morgen auch so. Nee, so, warte. Also, Patrick, erstmal hier drauf. Mit zwei Augen. Na, danke, immerhin. Dann hast du hier so ein paar aber Geheimratsecken hier, die lassen wir aus. Ja, sagt hier so. Mit Kronhanarzt, ey. Ja, dann hast du jetzt zwei Ohren und einen Hals und... Was ist das denn oben? Sieht ja aus, als hätte ich oben Hörner, Pickel. Alter. Was ist denn mit dem? Das sind die Geheimratsecken. Das sind die Geheimratsecken. Das sind Schuss nicht mehr gehört, ey. Ja, ist das gut? Kann man wie? Das sehen? Wie? Ja, genau. Siehst du? Und jetzt mal, wenn du so fresh warst, malen wir noch den Mund hier so und machen dir noch so Knastzähne hier rein. So. Okay? Alles klar. So, und dann sage ich jetzt auch mal so, Baby, ich vermisse dich so sehr. Ich vermisse dich so sehr. Will ich wenigstens mal wertschätzen. Und überhaupt deine Luke und deine Geheimratsecken und überhaupt alles so, Baby, du bist so, ich will, dass du das weißt. Okay, danke. War gut? Hoffentlich, mhm. Rutscht dir beim nächsten Mal Hände waschen die Ärmel runter. Hoffentlich. Hoffentlich, das gönne ich dir. Ich bin auch ein Witzboy. Ja, nein, aber muss ich das mal so vorstellen? Das ist ja genau das Gleiche. Die Kissen ist ein Gegenstand wie Dings. Und da habe ich jetzt einfach dich drauf gemalt. Und jetzt... Jetzt hör mal auf, das als mich zu verkaufen, ja, Alter. Und jetzt... Ja, doch, das ist ja emotional, fühle ich mich zu dir hingezogen durch diesen Kaffeebecher. Ja, immerhin. Guck mal, wie cringe das ist. Und deswegen, da ist nichts süß dran, Freunde. Ich will dich endlich wieder bei mir haben, ehrlich. Süße, ich schwöre, du bist mit Abstand meine Traumfrau. Ich liebe dich über alles, ich schwöre, ich liebe dich. Böse Zungen behaupten, er macht das nur für die Kamera, damit die das sieht. Sehr ja. Crazy. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben, Baby. Alles, oh, süß. Schatz, ich war ein bisschen.
Aber Paulina wahrscheinlich nur für die Kamera so oh, süß, aber denkt sich, what the fuck ist cringe. Paulina ist eigentlich auch nicht auf den Kopf gefallen, oder? Ach so? Ist doch nicht. Klar. Ich liebe dich für immer, mein Baby. Ja, okay, danke. Grüße an Doris Vater! Der Quatsch mit Kissen, aber vorher spritzt er halt das Wasser andere Brüste an und so. Und lässt sich massieren und überall ein bisschen den Salat ein bisschen rubbeln. Aber er denkt an dich, indem er mit dir als Kissen quatscht, oder? So schnell sich andere Momente vergessen. Absolut, da kann man doch alles andere vergessen, oder? Und jetzt geht's weiter mit dem Part von Paulina. Jetzt wird's interesting, Freunde. Jetzt wird's wirklich interessant für uns alle. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang habe ich gedacht, wir sind so vom Team her so das krasseste Paar und wir schaffen das auf jeden Fall. Was ich hier. Aber ich finde Pauline immer noch geil. Also ich finde sie hübsch. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ich finde Pauline, egal was sie da macht oder getan hat, ich finde die immer noch geil. Okay. Und Hendrik sehe, das ist ein anderer Mensch. Ich weiß nicht mehr, was ich denken, was ich fühlen soll. Zum anderen ist da auch in der Villa natürlich Dominik. Es ist ein wundervoller Mensch. Und ich habe es verdient, dass ein Mann an meiner Seite ist, der mich wertschätzt, der um mich kämpft. Der ein Mann an meiner Seite ist und kein kleines Kind. Und vielleicht musste ich das jetzt wirklich so sehen, was alle anderen mir seit Tag 1 predigen, dass er möglicherweise so ist. Vielleicht helfen die Bilder jetzt noch mal einmal mehr zu verstehen, wie er wirklich ist. Buongiorno. Ich komm gleich, ne? Ohne Witz. Ja. Das ist so geil. Gleich, hat sie gesagt. Really? Das haben wir gar nicht gehört, ne? Ich hab's nicht gesehen, die Folge. Du ich musst komm ja gesehen. Gleich. Ich hab doch nicht so zu ihm gehört. Ich arbeite immer parallel. Geht das bei dir auch so schnell? Doch, am Anfang, wo du mich nur geküsst hast, weißt du noch? Weil wir so scharf aufeinander waren, habe ich auch gedacht, hab ich geküsst. Ja, ich komm gleich. Ja, du auf mich, ja, ich weiß. Ich kann auch nichts dafür. Ja, was soll ich machen? Mein Gott, ich kann nicht aufhören zu atmen. Kann ich ja nicht einfach machen. Oh Gott, bitte. Nee, warte, 3, 2, 1. Du machst es zu schnell für mich. Ich kann es nicht machen. Baby. Nee, jetzt ist das nicht mehr so. Nach drei Jahren. Nach 3 Jahren muss es wie angeschossen werden. Ich wollte wieder vom hohen Ross wieder runterholen ein bisschen. Ja, die Wunde heilt wieder. Komm. Ja, komm, sagt er. Ja, dann komm. Ja, dann komm. Willst du? Ja, komm. Ja, klar. Kann ja wohl nicht hören. Geht's wieder auch so einfach? Nein. Jetzt müssen wir wieder hier vorspulen, weil das wird sonst... Nee, das müssen wir auch rausschneiden. Guck dir das an, ey. Juri, kannst du rausschneiden, den Part, wo er da so... So, ab hier wieder weiter. Hast du gehört? Hast du gehört, wie es geklatscht hat? Der hat hier richtig auf den Arsch so natürlich. Und so. Ja. If I was you, I'd run. Was ist denn der Song? Ja. Ich hab mich schon gedacht, was ist der Songtext gerade gewesen? If I would be you, I would run. I would run, yeah. Boah, die ist die hübsch, ne? Aber ja, wenn ich das sehen würde, würde ich auch erstmal denken, so, warte kurz. Wir blenden das jetzt aus, was sie getan hat. Einfach nur mal, ihr müsst, also eins habe ich wirklich im Leben gelernt gehabt, auch wenn ich bin einmal oder zweimal Femke gegangen. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall erinnere ich mich an das Situation, ich bin zweigleisig gefahren, wo ich mich nicht trennen konnte. Genau, da war das. Da habe ich für den Ex noch Gefühle gehabt. Oh, nee, das war bei Milan. Wo ich mich getrennt hatte und so, aber es trotzdem mich noch getroffen hat. Weißt du, wie ich meine? Wo ich gesagt habe, mit den anderen Frauen und so, und mich das trotzdem noch getroffen hat. Aber es war keine Liebe da, aber das war trotzdem ein komisches Gefühl, weil wenn du mit jemandem, ich war mit Milan fast 4 Jahre zusammen und hab dann das gesehen, so mit wem und diese Blondine da, die ich da hochgenommen habe mit meinem Anwalt, war die da, also es ist eine lange Geschichte gewesen. Und das hat mich ja getroffen trotzdem und ich habe drunter gelitten. Weißt du, wie ich meine? Weil das irgendwie komisch war und so, deswegen kann ich verstehen, auch wenn sie hier die Scheiße gebaut hat, dass es sie trotzdem auch trifft. Hendrik baut auch Scheiße und den trifft das auch, das zu sehen. Ja, sie hat es vor der Kamera öffentlich gemacht. Der Hendrik hat es im toten Winkel gemacht. Verstehst du? Wir wissen alle nicht, was da wirklich abgelaufen ist. Aber was ich Ihnen sagen will, ist, beide haben gleich Scheiße gebaut. Beide haben gleich. Und beide tut es trotzdem weh, das zu sehen beim anderen. Also, weil das so frisch ist. Aber ich kann das vollends nachvollziehen. Du nicht? Die sind ja noch zusammen. Es hat nichts mit getrennt zu tun. Noch sind die ja zusammen. Ja, ja, aber ich meine von der Emotion her. Auch wenn die ja beide fremdgegangen sind. Ja, aber ist doch klar, wenn die ja eigentlich ja noch zusammen sind. Ist ja nicht so, dass das jetzt 3 Monate her ist. Ja, genau. Also kannst du das auch nachvollziehen, was ich meine? Ja. Ja, wie ist es bei euch, Freunde? Deswegen, manche sagen, ja, aber Paulina regt sich so auf oder heult deswegen, weil er das gemacht hat. Ja,
weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, nach meiner Erfahrung tatsächlich. Ja. Weißt du? Und deswegen, sie hat das Recht doch trotzdem, weil sie, er und sie wissen ja beide nicht voneinander, dass der andere was jetzt getan hat. Die haben das ja alle unabhängig davon, von diesem Lagerfeuer getan. Das heißt, sie weiß ganz klar, er hat das gemacht, bevor er meine Bilder gesehen hat, also bevor er ihre Bilder gesehen hat. Also ist es eine Enttäuschung, weil Henrik hat diese Scheiße gebaut. Und genauso ist es bei Henrik auch. Er hat das mit ihr hinter dem toten Winkel, also im toten Winkel gemacht, ohne dass er wusste, dass sie bereits jemand anders geküsst hat. Also es ist beides gleich schlimm. Und das hier aufzuwiegen, Paulina ist die Schlimme. Nee. Beide sind komplett gleich eklig, was diese Situation angeht. Und beide haben Scheiße gebaut. Ich hab das nicht verdient. Ich hab alles für diesen Mann gemacht. Finde ich ein bisschen cringe jetzt, weil sie auch jemand schon geküsst hat und sie weiß das ja. Mhm. Und da jetzt so, ich hab das nicht verdient. Ja, aber sie geht davon aus, dass er die Bilder ja noch nicht gesehen hat, was ja auch so ist. Und ich glaube, dass sie bis dato auch alles für diesen Mann gemacht hat, aber irgendwann auch gut war. Kein Bock mehr. So, weißt du? Er spuckt auf unsere Beziehung. Ja, gut, das hast du auch gemacht, ne? Ich lasse mich von keinem Mann und erst recht nicht von ihm so erniedrigen. Mhm. Das Ding ist, dass sie sich aber schon erniedrigen lässt, indem sie mit so einem Mann überhaupt zusammen ist. Und sie lässt sich weiter erniedrigen, indem sie mit einem Mann wie Yasin zusammen ist. Ja. Deswegen habe ich da leider kein Mitleid für sie. Bei uns in der Villa, der alles tun würde, damit es mir gut geht. Und auf der anderen Seite ist da ein Mann, der mir sagt, dass er mich über alles liebt und sich da verdammt nochmal einen blasen lässt. Will er mich verarschen? Ja, das stimmt natürlich. Aber da hat sie recht mit dem Punkt, was sie sagt. Ja, ne? Natürlich. Er liebt sie über alles, das haben wir eben ja auch schon gesagt, das habe ich ja gesagt. Wie kannst du, Henrik, von Liebe reden und dann so einen Mist bauen? Da hat sie in dem Punkt, hat sie recht. Ja. Ich glaube ihr die Tränen und die... Ich bin froh, dass sie jetzt einfach weiß, was für einer er ist. Ja, ja. Und dass man mit so einem Mann sich keine Zukunft vorstellen kann. True. Finde ich auch. Ist auch so. Finde ich auch. Wie gesagt, haut nicht auf nur auf Pauline oder nur auf Henrik drauf. Beide haben Mist gebaut und beide tun sich da nicht viel. Ja, also... Unser ganzes Leben. Zerschmettert. Ja. Unsere Existenz. Zerschmettert. Seine Karriere. Zerschmettert. Es ist alles zerschmettert. Ja. Ich mag sie trotzdem. Sie braucht halt gute Freunde mal um sich rum, der so ein bisschen auch Werte, Ethik, Moral und so ein bisschen das Selbstbewusstsein stärken, dann wäre sie auch gar nicht mit einem Mann wie Henrik zusammengekommen und hätte dann auch nicht so die Scheiße gebaut. Weil, weißt du, man geht fremd in der Beziehung, wenn man etwas nicht findet bei dem Partner, was man sich unbedingt wünscht. Und das meine ich auch immer damit, dass ihr keine Abstriche machen sollt, dass für euch der perfekte Partner draußen rumläuft, der zu mindestens 95% alles abdeckt, was ihr braucht, weil ansonsten ist die Beziehung generell zum Scheitern verurteilt. Ich weiß, viele sagen, ja, man muss Kompromisse eingehen in der Beziehung. Muss man nicht. Eben, das muss man nicht. Wir beide sprechen aus Erfahrung, dass man das eben nicht muss, weil auf Dauer trotzdem einer mit diesen Kompromissen nicht leben kann, weil man unterdrückt ja Dinge. Man ist nicht sich selber und wir sind vollends, wir sind selbst. Wie sind wir selber? Und dann kann das auch nur funktionieren auf Dauer. Und die anderen Beziehungen, die ich hatte, waren alle auf Kompromisse und alle waren zum Scheitern verurteilt, weil es ist doch klar, Freunde, dass... Mein das war deins. Das ist doch klar, dass wenn jetzt zum Beispiel Kompromisse sind, Henrik trinkt keinen Alkohol, dann sind wir jetzt ein Paar. Henrik sagt, ja, weil er sie liebt und ich trinke keinen Alkohol mehr, aber das ist ja nicht Henrik. Auf Dauer... Sieht man ja. Auf Dauer unglücklich, leicht zu beeinflussen. Trinkt wieder, das ist der wahre Henrik, damit kommt Paulina aber nicht klar und dann haben sie Stress, Streit, Tränen und gehen gegenseitig fremd. Kurzversion, warum man nicht mit einem Partner Kompromisse so krass eingehen, also das ist schon ein krasser Kompromiss. Ja, kleine Kompromisse, was haben wir für Kompromisse? Gar nur keinen. Um aber euch ein Beispiel zu geben. Ich finde keinen. Nee, ne? Nee. Ah doch. Nein. Nee, weil ich gesagt habe, wegen Mallorca, da bist du sowieso nicht, ja, genau so war das. Kein Kompromiss für mich. Na, genau, weil wir haben Anfang unsere Beziehung abgesteckt. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Partner, der ertrinkt. Ich möchte keinen Partner, der Mallorca fliegt. Also es wäre halt zum Fußball ging, weil ich wollte keinen Fußballspieler mehr haben. Genau, und dann hat er aber nicht locker gelassen, generell über Wochen. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns Butter bei den Fischen, lass uns reden. Dann saßen wir beim Essen. Wir reden über unsere Beziehung. Okay, ich möchte das und das. Und entweder ja oder nein. Und dann hat er zu allen gesagt, das habe ich ja abgeklopft, wirklich. Bewerbungsgespräch. Also. Bewerbungsgespräch, ne? Ja, ich habe gesagt. Meine Mappe mitgebracht. Ich so, ja, was ist mit Mallorca, Mannschaftsabende? Und was hast du gesagt? Ja, bin ich sowieso nicht. Macht er sowieso nicht. Was ist mit Mannschaftsabende innerhalb der Stadt? Was hat man ja auch im Fußball? Was meinst du damit?
Ja, also. Mannschaftsabende. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt bei sein. Also beim Club. Und oder so. wo Anwesenheitspflicht war, was haben wir da nochmal gemacht beim KFC? Du bist mitgekommen. Da bin ich mitgekommen. Hat er mich eingeschlossen mit meinen zwei Freundinnen und dann war ich da. Sehr geil. Da habe ich gesagt, ich möchte keinen Mann, der sich besäuft oder Alkohol trinkt. Was hast du gesagt? Ich trinke sowieso nicht. Und was hast du denn verliert? Du hast mich zum Weintrinken gebracht. Zum Weintrinken, ja. Vielen Dank dafür. Du bist ein schlechter Einfluss für mich. Ja, ja. Wein genießen ist was anderes wie Wodka saufen. So. Und was war noch was für Kompromisse? Dann musst du mir das sagen. Ich genau. Ich habe noch gesagt, so, dass ich einen Partner brauche, der im Haushalt, dass wir 50-50 auf einer Höhe sind und mit den Hunden sich um die Hunde kümmert auch, ne, sowas, ne? Das hast du alles gemacht, ne? Oder Chuchu, was sagst du? Das ja, war, ne? Ja, jetzt hat er selbst einen Chuchu, Hund Leini, komm, sich gewünscht komm, gehabt und Chuchu. Hat jetzt sogar einen eigenen, du und dieser Köter. Ja. Nein, ich mach Spaß. Ja, also das, deswegen, es gibt also einen Partner. Gut, ich habe natürlich den Horizont erweitert generell, dass mir die Altersklasse egal war, weil man ja generell festgefahren ist und sagt, okay, da muss entweder eine Frau in meinem Alter sein oder etwas älter. Aber warum soll ich nicht schauen, ob nicht auch ein entweder älterer oder jüngerer, also warum muss man auf das Alter schauen, wenn ich jemanden finde, der vom Charakter zu 1000% zu mir passt? Ich will euch damit sagen, es geht um die Reife im Kopf. Genau, es geht um die emotionale Reife. Und es gibt also einen Partner, der so ist wie ihr oder beziehungsweise wo ihr nicht so Abstriche machen müsst oder krasse Sachen. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich habe im Erotikmilieu gearbeitet, habe mein Geld mit das verdient, ne, Schatzi? Du wusstest alles. Ich habe gesagt, nimm mich so oder gar nicht, weil anders geht's nicht. Ja. Und er weiß alles so. Freunde, wisst ihr, das gibt's also. Ich habe es nur jetzt aufgezählt nochmal, um euch wirklich zu... Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben und eure Zeit mit so einer Scheiße verschwenden hier. So, weiter geht's jetzt. So, und jetzt kommen die Männer. Ja, der erste unsmarte Schachzug hier. Und der erste. Ja, da reißt mir einfach das Herz. So, ne? So, das hat mich den ganzen Tag schon beschäftigt, gestern. Und mir geht's nicht gut, um ehrlich zu sein. Merke ich, wir sprechen gleich noch detaillierter drüber. Jakob. Lola. Immer noch sauer, muss ich sagen, weil... Ja, okay. Das können wir uns jetzt hier sparen, weil lass uns direkt zum Punkt kommen. Ich glaube, für ihn ist das auch nicht einfach. Manchmal tut mir das auch leid, dass er das mir, ich glaube schon, er... Achso, die zeigen ihm halt auch positive Dinge. Okay, ja? Das könnt ihr euch, ja, das ist schon okay. Das könnt ihr euch auch auf RTL Plus genau angucken, genau. Giuliano, welche Erkenntnisse hast du vor allem jetzt die letzten Tage für dich, ich sag mal, geschlossen? Ich habe festgestellt, dass ich verletzlich bin, wenn ich sehe, dass andere sie anfassen. Ich habe erkannt an mir selber, dass ich eifersüchtig bin. Ich habe erkannt, dass ich nicht mehr ohne sie einschlafen möchte. Und das ist so das Prinzip, lass uns nochmal über Ego und Liebe sprechen, was hier Ego und was Liebe ist. Er hat erkannt, wenn andere sie anfassen, dass er eifersüchtig ist. Na, warte kurz, das ist jetzt Liebe oder was? Das ist keine Liebe, weil er hat vorher die Liebe nicht gespürt zu ihr, musste es also im Fernsehen sehen, beziehungsweise auf dem Monitor, wenn andere sie anflirten oder anfassen, dass er sie dann doch liebt. No. Entweder man spürt Liebe heraus, ohne dass ich sehe, dass andere sie anfassen oder nicht. Also das eine ist Ego, da denkt man, das ist Liebe. Und das andere ist reine Liebe, da ist das von Anfang an so. Halleluja. Ich habe erkannt, dass ich sie liebe. Gerade der, weißt du? Vielleicht habe ich zu spät irgendwie das Ganze erkannt, aber ich bin Mensch so. Ich sage das nicht nach 2 oder 3 Monaten, sondern ich brauche da länger. Ja. Ha? Ich finde, also ich würde nie ohne Liebe in eine Beziehung eingehen. Mhm. Und das ist echt Zeitverschwendung. Absolut. Wenn ich jetzt zur Erkenntnis gekommen bin, dass ich sie liebe und jetzt irgendwelche Bilder sehe. Also Sandra ist so eine Art Mensch, sie verdrängt halt viele Sachen. Man müsste die Augen öffnen, was eigentlich mit Giuliano abgeht. Wie er schlecht von ihr redet, das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man machen kann, wenn man seine Frau, seine Freundin nicht unterstützt. Geh mal Sport machen, ey, deine Klamotten sehen hässlich aus. Ja. Das macht einen Selbstbewusstsein einfach komplett kaputt. Ja. Das zeugt einfach auch vom schlechten Charakter, wenn man es nötig hat, den Partner schlecht zu machen, niederzumachen, klein zu machen. Es ist halt einfach Gaslighting, es ist manipulativ, es ist halt einfach schlechter Charakter. Sandra, habe ich gemerkt, in dieser Zeit, wo wir hier sind, geht einfach total auf. Man hilft ihr dabei, was sie anziehen soll, wie sie ihre Haare stylen soll und so weiter und so fort. Und ich denke, in der Beziehung wird sie einfach komplett unterdrückt. Ja, Facts. Mhm. Ich bin ehrlich und es bricht mir gerade das Herz. Der Typ, auch wie er heißt, Marcel oder so, hat recht. Oh. Zu 100%. Und da sehe ich auch wirklich ein, weil ich einfach ein Arschloch war. Oha. Ich kann das verstehen und nachvollziehen, dass sie von anderen Männern jetzt die Bestätigung sucht, weil ich ihr einfach in der Vergangenheit viel zu wenig gesagt habe, wie gut sie aussieht, was sie alles für mich macht. Und ich war halt bis jetzt echt kein toller Freund, muss ich ehrlich sagen.
Ich würde das zu 100.000% wirklich ändern, weil ich diese Frau wirklich liebe und das hat sie nicht verdient. Oha, Alter. Muss jetzt einmal Props aussprechen. Ja. Also ehrlich. Finde ich gut. Aber du bist mit jemandem ein paar Monate zusammen und machst sie trotzdem nieder und in einer TV-Sendung merkst du, oh, ich war scheiße. Nein, ich rede jetzt, ja, ich rede. Ist das so eine Erklärung für alles, einen Partner über Wochen oder so immer wieder mal zu erniedrigen? Das ändert auch meine Meinung nicht so. Ja, ich weiß, dass das besser als gar nichts ist. Also weil die meisten Männer nicht mehr als Reflexion zeigen. Ja, immerhin jetzt mal für eine Sekunde hat er mal eine positive Sache geleistet. So das stimmt. Deswegen bin ich so überrascht. Das ist immerhin mal was Positives, wo man nichts sagen kann, dass irgendwas Negatives ist. Absolut. Die Aktion ist rein positiv von ihm. Die Aktion gesehen. Absolut. Udo. Bilder fand ich harmlos, bis auf die letzte Szene. Okay, dann zeig uns die richtigen Bilder. Das nächste Mal bei Temptation Island VIP. Das war mehr als demütigend. Ja. Udo, wir haben dich Was? Boah. Was? Wen ihr beschossen? Ich krieg grad voll Gänsehaut. Warte, jetzt kommt sie. Die kam gerade von unten hoch, da. Weil das so krass ist, weil Henrik so richtig. Diesmal war das nicht so gespielt, geschauspielert. Weißt du? So, ja, so, richtig gut. Ja. Ich finde das. Sehen wir wieder gegen den Fernseher reintreten, Alter. Ja, krank. Ja, ich auch. Und finde das auch krass. Und ich muss dazu sagen, weil wie gesagt, hier wird immer mit zweierlei Maß gemessen, ne? Vor allem von Henrik und so. Und von so vielen. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt zu Paulina und Henrik. Lasst mal, wenn ihr anderer Meinung seid wie ich, lasst aber wirklich mal meine Meinung euch wirklich so, okay, was Yvonne gesagt. Ja, Paulina hat zwar scheiße gebaut, aber Henrik auch. Und beide haben die Bilder nicht miteinander gesehen. Und dass ihr wirklich vielleicht doch zu dem Ergebnis kommt, beide haben gleich Mist gebaut. Weil in Social Media habe ich gemerkt, dass viele gegen Paulina schießen, viele gegen Henrik. Und für die also praktisch parteiisch sind, dass ihr vielleicht doch zur Erkenntnis kommt, nachdem ihr diese Reaktion hier gesehen habt, dass beide gleich Mist gebaut haben. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten sind hier noch zwei weitere Videos von mir. Die sind da, die könnt ihr angucken, wenn ihr Bock auf weitere Trash-Themen habt. Wir reagieren ja zu allen Trash-Shows so weit wie möglich. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund, bleibt euch treu und vor allen Dingen gebt euch nicht mit Kaka zufrieden. Ich hab euch lieb. Tschüss zusammen.